Herzlich willkommen im Golfclub St. Leon Roth. Wir befinden uns auf der Bahn 9 vom Platz Roth. Diese Bahn zählt zu den schönsten, reizvollsten und schwierigsten Bahnen dieses Platzes und wurde auch vom Golfjournal unter die 500 schönsten Bahnen dieser Welt gewählt. Sie ist sowohl für Freizeitsportler genauso wie für ambitionierte Golfer sehr schwer zu spielen. Die Bahn 9 ist ein Par 4 mit 339 Meter. Die Schwierigkeit liegt hier. Auf der linken Seite haben wir durchgängig Wasser bis zum Grün und auf der rechten Seite drei Bunker, die uns bis zum Grün begleiten. Hier ist es unheimlich wichtig, darauf zu achten, dass der Ball nicht im Wasser landet und dass man trocken aufs Grün kommt. Herzliche Grüße an den Golfclub St. Leon Roth. Ich habe dort gerade in meiner Jugend extrem viel Zeit verbracht, bei diversen Trainingslehrgängen oder Turnieren. Jetzt erkläre ich euch mal, wie ich Bahn 9 von Kurs Roth spiele. Das Loch ist mit 364 Metern nicht besonders lang, spielt sich aus meinen Erfahrungen her aber meistens in den Wind. Die größte Schwierigkeit ist das Wasserhindernis, welches links neben dem Fairway ist. Deswegen probiere ich mit einem Holz 3 vom Abschlag Mitte Fairway zu zielen und einen kleinen Fade zu schlagen, der dann rechte Fairway-Hälfte runterkommt. Der zweite Schlag ist relativ kurz, ungefähr ein Eisen 9 für mich. Deswegen probiere ich eigentlich genau auf die Fahne zu gehen und mit einem guten Eisenschlag mir einen kurzen Birdie-Putt zu lassen. Der Ball ist zwar noch da, aber er liegt in einer besonders schweren Lage. Als Rechtshänder kann ich ja nicht ins Wasser steigen. Max, kannst du mir sagen, wie ich nun den nächsten Schlag ausführen soll? Viele Golfer haben beim Abschlag immer nur das Wasserhindernis im Auge. Jährlich holen wir hier ca. 5.000 bis 10.000 Bälle raus. Max, was würdest du tun, um dieses auszublenden? Wenn es wie bei euch oder auch hier jetzt aufgrund der Balllage direkt am Wasserhindernis nicht möglich ist, eine normale Standposition einzunehmen, macht es vielleicht Sinn, mal den Rückhandschlag auszuprobieren. Als erstes probiere ich irgendwie einen halbwegs stabilen Stand zu finden. Die Technik ist eigentlich nur aus dem Handgelenk. Ganz wichtig ist, dass ich wirklich einen Fokuspunkt am Ball finde und den anfokussiere und nicht irgendwie hinterher schaue, um einen guten Ballkontakt zu haben. Ich hoffe, die Idee hat euch geholfen, um aus dieser schweren Lage rauszukommen. Das Wasserhindernis wird leider immer da sein. Beim Golf ist es einfach so, dass es viele unangenehme Situationen gibt. Das ist für die Amateure nicht anders als für uns Profis. Am wichtigsten ist einfach, dass man seine Fähigkeiten vertraut, dass man gut genug ist, den Ball aufs Fairway zu schlagen. Hat prima geklappt. Vielen Dank für den tollen Tipp. Jetzt wissen wir, wie wir uns aus so schweren Lagen befreien.